Der Renntag wird Ihnen präsentiert von Trotto.de. Die Derbywoche 2018 ist vorbei, dennoch geht es bereits weiter auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf. Trotz der kurzen Verschnaufpause standen einige interessante Rennen auf dem Programm. Mit dem Jugendpreisrennen wurde den Rennsportfans ein echtes Highlight geboten. Ja, de derbywoche war voor mij ganz goed. Er waren natuurlijk twee, drie in die Stutterderby. En Gilde Nieuwpoort had gewonnen. We waren dritt in de grootste derby en we waren zesde in de grootste derby. Ja, war voor mij een tolle weekende. Voor dem Highlight des Tages wollte sich Dion Tessela zunächst mit seinem Hengst Crazy and Quick in der St. Ledger-Serie Trial der Hengste beweisen. Direkt vom Start aus konnte er die Führung übernehmen und ließ auch im weiteren Rennverlauf der Konkurrenz keine Chance. Da. Die Zielgerade ist erreicht. Crazy and Quick ist von Cantadu geht heraus. Aber Crazy and Quick souverän vorn. Op papier waren de beste sfeer. Dus van start op, ik denk dat blijf ik een beetje aan de oude kant. En dan vaar ik net zo lang buiten wie ik die speech heb. Und dann hat alles geklappt, wie ich das gedacht hatte. Und in die Ende war ganz leicht, das war optimal. Weiter ging es dann mit dem Rennen der Vierjährigen, welches mit 12.000 Euro dotiert wurde. Die wohl beiden bekanntesten Pferde, Charlotte Newport und Desert King, hatten vom Start aus Probleme und konnten somit der Konkurrenz nicht wirklich gefährlich werden. So sah Mike Lenders mit Voyage d'Amour seine Chance und führte das Rennen lange an. Es geht jetzt auf die Zielgerade. Voyage d'Amour mit knappem Vorteil gegenüber Desert King. Dahinter wird Charlotte Newport eingesetzt an der Innenkante. Kentucky Boo, der kommt aber nicht frei. Denn vorne ist weiter Voyage d'Amour. Voyage d'Amour sieht sicher aus. Aber jetzt kommt die Schlussattacke von Desert King und von Charlotte Newport. Und innen Kentucky Boo, aber es gewinnt Voyage d'Amour. Fing sehr gut an. Ich konnte also recht einfach in Front fahren, das Tempo da dann ziemlich drosseln und es hat keiner versucht, irgendwie aufs Tempo zu drücken. Danach kam es erneut zum St. Ledger Serie Trial Rennen, doch dieses Mal durften die Stuten ran. Trotz starker Gegner konnte sich etwas überraschend Josef Franzl mit Queen for a Day durchsetzen. Hier kommt außen Queen for a Day angeflogen und Quick Lady, die mischt hier auch noch mit, zumindest um Platz 2. Queen for a Day gewinnt. Ich wollte auch nicht so offensiv mit ihr gehen, und weil es einfach, sie muss lernen, sie ist ein junges Pferd und ich brauche sie länger wie nur eine Saison. Und dann auf der letzten Überseite habe ich schon gemerkt, es war ganz gut, sie hatte ein gutes Gefühl und im letzten Bogen wuchs das gute Gefühl natürlich. Zum Abschluss dann das bereits angesprochene Highlight, das traditionelle Jugendpreisrennen, welches mit 20.000 Euro dotiert war. Favorit Dion Tessela übernahm direkt die Führung und ließ Hauptkonkurrent Josef Franzl mit Sherry Lady S kaum einmal an sich herankommen. Nicht so ganz entschieden. Es sieht zwar nach Gaia de Pavanche aus, und so wird es auch sein. Gaia de Pavanche gewinnt letztlich sicher. Ja, das war ein super Tag heute. Die Pferde waren beide ganz gut. Der Start war ein bisschen nach dem Auto toe, war ein bisschen schwierig. War ein bisschen in Panik, war ein bisschen. Aber toen die Auto ein bisschen losfahren, war alles gut. Ja, und unterwegs, lockere Leine, heerlijke Fahrt. Super. Somit war mit Dion Tessela der Mann des Tages gefunden und ein erfolgreicher Renntag neigte sich langsam dem Ende entgegen. Der Renntag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.